Hallo Leute, heute geht es mal einmal ganz kurz nebenbei, weil das Wetter ist schlecht. Habe ich gedacht, dann muss ich ja doch mal wieder drinnen basteln. Ich habe mir aus einer normalen Netzfotolampe eine batteriebetriebene Fotolampe gebaut und wie die aussieht, das zeige ich euch jetzt. Zu Risiken und Fehlinterpretationen frage deinen Baumarkt oder Fachhandwerker. Ja, das ist sie nicht, aber so sah sie aus oder so sieht sie aus. Was mich denn daran stört, ist natürlich diese Quecksilberlampen da drinnen. So, ich mache die jetzt mal wieder aus. Die quecksilberverseuchten Leuchtmittel, die da drin sind. Und ich wollte netzunabhängig sein. Und da habe ich mir dieses Teil gebaut. So, also im Prinzip die gleiche Lampe. Und habe hier das Ganze auf 12 Volt gebaut. Ja, ein ganzes normales Batteriefach mit 10 AA-Batterien drin, nicht Batterien, Akkus drin. Ja, das Ganze habe ich hier gleich mit am Stecker angeschlossen, sodass ich jetzt hier auch den Schalter dann verwenden kann, der sich ja hier schon auf der Rückseite befindet. Zusätzlich habe ich noch dieses Poti mit eingesetzt. Mehr habe ich jetzt hier an dieser Lampe nicht kaputt gemacht. Aha. So. Ja, dann habe ich hier ein Alublech. Also wer vielleicht noch die Bauanleitung haben möchte, wie auch immer, dann schneide ich das Video noch zurecht und stelle das dann nochmal extra ins Netz. Aber ansonsten lassen wir das so. Also ein Alublech, das habe ich doppelt genommen, weil es zu so dünn war. Es war so eine Aluplatte, die habe ich dann zurechtgeschnitten. Dann zwei Stück zusammengeschraubt, hier mit Schlossschrauben, so dass es schön vernünftig zusammenhält. Dann hinten ein Joule-Tief drin, ganz normale Schaltung, nichts Besonderes. Ein LED-Chip mit 36 Volt und 20 Watt hat der. Ein 2N3055 Transistor. Ja, und hinten dran ein Ringkern. Also hinten drinne, kann ich jetzt nicht zeigen, weil es verbaut ist. Ein Ringkern und ja, Wicklung, bis er voll war. Ein ganz normaler Ringkern. Das war, Moment, muss ich mal so einen holen hier. Das war so ein Ringkern. Und hab den voll gewickelt mit so einem Draht hier. Also ganz normales, ja, was ist das? Klingeldraht, Kupfer auf jeden Fall. Und den habe ich gewickelt, bis er voll war und funktioniert gut, super. Ja, die Platte habe ich fixiert mit Heißklebepunkte, damit man das auch mal wieder abmachen kann, wenn man es benötigt. Ja, und mal gucken, ob das Ding auch funktioniert. Schalter suchen und einschalten. Ja, Akku ist schon ein bisschen runter, aber ich denke, es geht noch. Also dimmbar. Es erreicht natürlich nicht die Helligkeit wie jetzt zum Beispiel das Teil hier. Ist ja klar, weil da sitzt doch ein bisschen mehr Wumms hinter. Aber als Führungslicht ist das sehr, sehr gut und perfekt hell. Also wenn man das jetzt hier mal so vergleicht, da hinten habt ihr, da, wo ist mein Finger, da habt ihr ein bisschen Schatten. Jetzt kann ich das natürlich ein bisschen runterdimmen. Jetzt könnt ihr das sehen, wie viel Helligkeit die bringt. Es flackert ein bisschen, das liegt aber an dem Poti. Das hat nämlich ein bisschen gelitten irgendwo mal. Aber so. Ja, das ist die maximale Helligkeit, die ich jetzt erreichen kann zurzeit, weil der Akku ist schon ein bisschen runter. Leuchtdauer etwa 4 Stunden oder so. Ja, 4 Stunden. Und ja, was Technisches noch. Wie viel zieht denn das Ganze? Ich habe gemessen etwa 500 Milliampere. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Für die Zukunft will ich noch die umbauen und die da hinten, die ist ja schon selbst gebaut.
Die ist ja schon selbst gebaut, nur eben hat noch dieses hässliche quecksilberverseuchte Leuchtmittel drin. Das soll auch raus. Ich möchte gerne die andere Lampe mit zwei solchen LED-Chips versehen. Da muss ich mir aber noch Gedanken machen, wie ich das hier mit der Stromversorgung mache, weil die müssen natürlich ein bisschen mehr Wumms haben. Ich habe versucht, das Ganze mit 24 Volt zu betreiben, geht natürlich nicht. Das haute mir gleich den Transistor durch. Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer. Alle haben es gewusst, nur ich nicht. Also 24 Volt geht nicht mehr, bis 12 und dann ist wohl auch der Kasten zu hier. Ja, da werde ich aber noch ein bisschen rumexperimentieren, wie ich da vielleicht eine andere Schaltung, REMF oder was, vielleicht geht das ja, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich selber ausprobieren. Oder mir schreibt es jemand, dann brauche ich nicht lange rumtesten, dann kann ich das gleich so bauen. Aber ansonsten mit Joule-Tief ist das schon eine coole Sache. Ja, das war ein kurzes Video für meine selbst gebastelte Fotolampe. Dann mache ich sie nochmal an. So, als Kameraführungslicht. Ich drehe das jetzt mal so hin. So, jetzt habe ich die Kamera direkt da drunter. Ist das Gesicht vernünftig ausgeleuchtet? Mehr wollte ich nicht. Und ich bin netzunabhängig. Kann das Ding auch mal nach draußen schleppen. Oder wenn Stromausfall ist, habe ich immer meine Beleuchtung da. Jo. In diesem Sinne, das war es hier mit dieser Fotolampe. Jetzt habe ich genau reingeguckt und sehe gar nichts mehr. Und wir sehen uns irgendwann in einem nächsten Video wieder. Und bis demnächst. Ciao, ciao. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du es gerne liken, auf Facebook teilen. Und für zukünftige Videos kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich ciao, euer Mike.